Das Thema des Vortrags behandelt das Verhältnis von Literatur und Politik, das eben von dem Studenten an der Uni Stuttgart eben behandelt haben aus der Perspektive der französischen Literatur. Ich habe in meinem Vortrag eben die Perspektive gewechselt und diese Beziehung aus der tunesischen Literatur. Und da habe ich versucht zu erklären, historisch erstens darzustellen, wie das Verhältnis von Literatur und Politik im letzten Jahrhundert und zu Beginn dieses Jahrhunderts in Tunesien stattgefunden hat und wie sich also auch charakterisiert. Selbstverständlich handelt es sich hier um ein Verhältnis, das gerade durch eine Spannung gekennzeichnet ist, nämlich zwischen Politik und Literatur, weil eben sowohl unter der Kolonialmacht als auch später unter dem Regime von Bourguiba und Ben Ali das Verhältnis immer mit Spannung eben gekennzeichnet ist und vor allem hier, wo es nur ein Einparteiensystem gewesen war, eben diese Beziehung nicht immer reibungslos gelaufen ist. Insofern ist hier die Rolle des Intellektuellen sowohl unter der Kolonialmacht als auch später immer sehr schwierig gewesen, aber es war notwendig. Die Intellektuellen haben ihre Rolle wahrgenommen, indem sie eben die Unzulänglichkeiten des Systems also kritisiert, wahrgenommen, dargestellt, aber auch eben kritisiert, und das hat ihnen natürlich Zensur, Repressalien und Unterdrückung also auch als Folge bekommen. Hier sehe ich nämlich trotzdem eine wichtige Brücke entstanden zwischen der Literatur und der Politik, weil eben der Intellektuelle auch seine Rolle eben als Kritiker, er muss Position beziehen gegenüber der Realität seines Landes und in dieser Hinsicht muss er sich auch mit der Politik auseinandersetzen. Beispiele, die ich erwähnt habe, waren natürlich bekannt, ob es jetzt um Abul Qasim al-Shabi oder um Mahmoud al-Mas'adi, der später auch als Bildungsminister eine wichtige Aufgabe innehatte, aber die Intellektuellen waren immer anwesend und gegenwärtig, aber nicht immer in Harmonie mit der Politik. Später war es genauso mit der Gruppe um Perspektiv, die verfolgt und auch in Gefängnis geraten ist. Später auch die Intellektuellen, die unter der Zensur oder Autozensur unter Ben Ali waren, eben nicht immer sehr glücklich mit ihrer Position, aber sie haben die wahrgenommen. All das habe ich versucht zu erklären und an Beispiele eben geschildert, dargestellt, ob es jetzt hier um Abd al-Wahhab Middeb oder um Albert Memmi oder um Hele Beji und andere, die ich heute nicht auch zum Ausdruck bringen konnte. Aber wichtig ist, dass heute durch diesen Vortrag, hoffe ich, ein Überblick über die Literatur Tunesiens zustande, also zum Publikum weiter vermittelt wurde.